Herr Lugner, im Rollstuhl, wie fühlen Sie sich? Nein, ich bin Premier, den Rollstuhl habe ich schon eine Woche, aber bei mir zu Hause kann ich ihn nicht verwenden, weil ich Stufen habe. Und ich fahre heute das erste und die Familie Beständig hat meinen ganz Hanalen mit allen Schikanen, wo ich alles verstehen kann. Und ja, es ist das einzige Festspiel, wo ich gehe. Alle anderen Karten habe ich verschenkt. Salzburg, Margareten, Oberstdorf und weiß ich was, als 10 Karten. Und warum genau Mörbisch? Warum haben Sie sich Mörbisch ausgesucht? Weil man Mörbisch mit, traditionell immer mit den 6 Mädeln kommen und die hat die Simone handverlesen ausgesucht. Ist das so, Simone? Die Hälfte, ja. Die Hälfte, nein, nein, die Hälfte. Alle. Nein, gegen ihren Willen hätte ich keine mitgenommen. Das finde ich aber sehr gut. Stimmt das? Genau, ja. Es gab welche, die sind nicht dabei, das ist richtig. Oh, Alter! Die Rosen kannst du weghauen, das ist ein Tagesumsatz, hast du keine Ahnung im Schädel. Mal verledigt. Ja. Haben Sie das Stück schon einmal gesehen? Ich habe schon gesehen, aber ich weiß zu wenig. Ich weiß schon ein bisschen, aber zu wenig. Es ist aber in einer Punk-Version heute. Ja, was halten Sie denn von Punks? Jetzt fahren wir weiter, bitte.